Willkommen zurück auf Ruin Reserve. In diesem Video werfen wir mal einen Blick auf die verrücktesten Momente. Und ihr solltet auf jeden Fall ganz bis zum Ende dranbleiben, denn heute wollt ihr nichts verpassen. Like und abonniere jetzt sofort oder diese Spinne wird heute Nacht unter deinem Bett sein. Dieser Typ traf beim Tauchen einen Hai. Das muss für den Typen auf jeden Fall sehr beängstigend gewesen sein. Denn ich meine, wenn der Hai angriffslustig wäre, dann könnte es auf jeden Fall echt böse sein. Ich bin zwar kein Hai-Experte, aber ich hatte an dieser Stelle echt Angst. Aber ich glaube, man sollte eher die Ruhe bewahren. Diese Wolken von einem explodierten Tornado sehen einfach nur mega verrückt aus. Ich meine, es sieht richtig krass aus, obwohl es so weit entfernt ist. Und obwohl es auf Video aufgenommen wurde, sieht es mega krass 3D-mäßig aus. Dieser Affe bekommt Angst, wenn man seine Hand hält. Und ich meine, es ist natürlich verständlich, denn ich meine, der Affe weiß nicht, was abgeht. Und daher hat er auf jeden Fall an dieser Stelle Angst. Aber ich denke, dass die Menschen dort mit dem Affen sehr nett umgegangen sind. Und daher sollte alles auf jeden Fall reibungslos abgelaufen sein. Dieser Typ hier hat einfach einen riesigen Stein aus 1000 Metern Höhe runtergeworfen. Also, das sieht echt episch aus. Ich meine, es dauert schon eine Zeit, bis der Stein überhaupt unten ankommt und sobald der Stein dann seine Geschwindigkeit erreicht hat und aufprallt, dann seht ihr, was passiert. Dieser Typ hier hat einfach Glas zu Sand verwandelt. Ich meine, etwas anderes ist es am Ende des Tages auch nicht. Mein Vater zum Beispiel ist sogar Glaser. Und ich meine, ihr könnt es dort einfach sehen, dass es sozusagen pulverisiert ist und dann wieder die Form von Sand annimmt. Auf jeden Fall sieht es schon richtig krass aus und ihr braucht keine Sorgen haben. Wenn es so zermahlen ist, dann kann das Ganze auch nicht mehr schneiden. Sieht schon krass aus, oder? Also, wenn unser Glas kaputt geht, wir schmeißen es eigentlich eher weg. Dieser professionelle Fallschirmspringer kam einem Auto ziemlich nah. Und ihr könnt es dort sehen. Er ist sozusagen von sehr weit oben abgesprungen und kam dann am Ende einem Auto richtig nah. Ich finde es einfach nur mega episch, wie ein Düsenjet in der Luft die Schallmauer durchbricht. Es sieht nicht nur richtig krass aus, sondern es ist auch verdammt nochmal richtig laut. Also, es ist auf jeden Fall schon echt episch. Diese Schmetterlinge hier sitzen alle auf dem Kopf des Hundes und es sieht einfach nur mega süß aus. Denn ich meine, schaut es euch mal an, es sieht richtig knuffig aus. Und ich denke, dass die Schmetterlinge sich richtig geborgen fühlen, denn ich meine, eigentlich haben ja Schmetterlinge relativ zügig Angst. Der Typ im nächsten Clip hat für seine Katze ein riesiges Regenbogenrad gebaut und die Katze kann dort jetzt einiges an Auslauf holen. Oder man geht einfach mit den Katzen spazieren, was eigentlich relativ unüblich ist. Aber ja, Katzen brauchen auch Auslauf. Und das ist echt eine coole Sache. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es nachts nervig werden kann. Diese Katze hier sieht sehr gefährlich aus. Ihr Gesicht sieht irgendwie so aus, wie als wenn sie eine Wolfskatze oder so wäre. Es ist, glaube ich, auf jeden Fall eine andere Katzenart, die auf jeden Fall schon richtig cool und episch ausschaut. Ich habe keine Ahnung, welches Instrument dieser Typ hier spielt, aber es klingt mega cool. Das ist irgendwie so eine Metallplatte, wo so Löcher drauf sind, aber ich verstehe dieses Instrument immer noch nicht. Es klingt aber richtig cool. Diese Frau hier hat versehentlich einen ganzen Schuss Salz getrunken. Ich glaube, das Salz war für etwas anderes gedacht und sie hat einfach aus Versehen das ganze Salz geäxt, was auf jeden Fall sehr gefährlich sein kann. Ich weiß jetzt nicht, ab welcher Menge Salz gefährlich wird, aber ich meine, wenn ihr schon einen ganz, ganz kleinen Löffel Salz esst, dann kann es auf jeden Fall schon richtig eklig werden. Dieses Kind hier ist einfach extremst gut im Schlagzeug spielen. Es klingt nicht nur cool, sondern ist auch richtig nice. Schaut es euch mal an. Dieses kleine Kind hier dachte, dass jemand dort Kopfhörer hingesprayt hat, aber es ist etwas ganz anderes. Ich frage mich bei diesem Clip eher, was der Junge hier auf dem Rücken hat. Wird der Junge hier an der Leine gehalten? Ah naja, es ist irgendwie komplett komisch. Dieser Hund wurde dabei erwischt, wie er Essen geklaut hat. Es ist aber richtig knuffig, denn ich meine, Tiere gehen mit dem Ganzen ganz anders um. Und auch Tiere müssen auf jeden Fall geregelt essen und sollten nicht essen, wann sie eigentlich Lust haben. Das, was wir Menschen natürlich auch nicht tun sollten. Denn ich meine, einfach aus Frust oder Langeweile zu essen, ist nichts Gutes. Denn meistens fühlt
führt es dann zu Übergewicht und bei Hunden bzw. Tieren kann es ebenfalls so sein. Schaut euch mal an, wie dieser Dude hier in die Luft springt und dieses blaue Teil in der Luft getroffen hat. Das ist echt unglaublich. Wenn ich mich nicht täusche und jetzt mal die Höhe des haltenden Typens dort betrachte, dann ist das blaue Ding in ungefähr 2,5 bis 3 Meter Höhe, was auf jeden Fall richtig krass ist. Dieser Typ hier hat aus Versehen sich selbst ins Gesicht geschlagen. Es war auf jeden Fall nicht beabsichtigt und ist schon echt lustig. Gott sei Dank ist ihm an dieser Stelle nicht wirklich was passiert und allen geht es gut. Dieses Mädchen kann echt gut turnen, schaut es euch mal an. Sie macht nicht nur einen Flickflack Allerduck oder wie man das auch nennt, sondern die eskaliert ja komplett. Durch diesen verrückten Billiardschuss hat er das Spiel gewonnen und ist wirklich krass talentiert. Wer von euch kennt Billiard? Also ich finde es schon richtig cool. Es ist einfach nur verrückt, wie realistisch diese Haartransplantation aussieht. Denn ich meine, der Dude macht jetzt nicht wirklich einen operativen Eingriff, sondern klebt da so Dreadlocks bzw. Haare drauf und das sieht schon richtig nice aus. Dieser Hund ist einfach in einen Bus eingestiegen und ich frage mich wirklich, ob er überhaupt weiß, wo die nächste Station endet. Dieser Typ wollte einfach nur ein paar coole Burnouts auf der Straße machen, aber das Ganze ging voll nach hinten los. Diese Lawine in den Bergen von Nepal sieht einfach nur krass aus. Schaut euch mal an, wie das ist. Es kann auf jeden Fall echt gefährlich werden. Die Schaukel ist einfach von Schnee umgeben. Wer kennt es nicht? Eure Schaukel ist mit Schnee bedeckt und ihr denkt euch, ja, ich grab einfach mal die Schaukel aus, um dort zu schaukeln. Wie cool ist das denn? Dieser Typ ist einfach nur extrem gut im Parkourlaufen. Schaut euch mal an, wie er dort schnell von A nach B kommt. Richtig krass. Dieses Mädchen steckt in so einer Ticketbox fest und flippt aus. Ich frage mich echt, wie dieses Mädchen dort reingekommen ist. Das ist doch voll weird, oder? Dieser Kerl kann ziemlich verrückte Dinge mit seinen Armen anstellen. Und ich frage mich wirklich, ob der Typ irgendwie aus Gummi ist. Ich meine, was macht er dort? Dieser Typ kann mit seinem BMX-Rad einen Moonwalk machen. Und das ist schon wirklich krass. Also dafür muss man wirklich gute Skills besitzen. Und diese Typen hier haben einfach einen Apple Store ausgeraubt. Sie sind jedoch erstens davon gekommen, wurden aber später von der Polizei verhaftet. Also, es ist nicht lukrativ, macht sowas auf keinen Fall. Dieser Ort ist ziemlich seltsam und cool zugleich. Für die Menschen da oben sieht es nämlich so aus, als ob die Menschen da unten unter dem Wasser sind. Echt krass. Also ich zu meinem Teil würde mir das gerne mal in der Realität anschauen. Dieses Mädchen kann ziemlich verrückte Dinge mit ihren Beinen anstellen. Und genauso wie mit dem Typ am Anfang, besteht diese Frau ebenfalls aus Gummi? Richtig krass. Dieses Baby scheint nicht zu wissen, wie man eine Maske benutzt. So süß. Und ich meine, Babys sollten, glaube ich, eher keine Maske tragen. Und dieses Mädchen hier hat ihren Bruder vor einem Buch gerettet. Ich meine, es hätte echt böse enden können. So eine Buchkante kann wirklich wehtun. Und dieser Typ hier hat seine Hand einfach in eine Box mit über 1000 Mücken gesteckt. Bevor er seine Hand hineinsteckte, benutzt er jedoch ein spezielles Spray, das Mückenstiche verhindern soll, beziehungsweise Mücken abstrecken soll. Und jetzt wird sozusagen getestet, ob das Spray funktioniert oder nicht. Es sieht schon richtig krass aus, wird wahrscheinlich auch schmerzen. Aber ja, wenn ihr ebenfalls, so wie ich, keine Mücken mögt, dann bewertet das Video und abonniert gerne kostenfrei. Ansonsten wünsche ich euch noch einen entspannten Tag. Alles wird im Slip und wir sehen uns beim nächsten Clip. Ciao, Leute.